Ich könnte noch versuchen, mir nicht mal einen Spiegel zu bauen. Oder auch nicht, weil einfach kein Holz mehr rauskommt. Tage und 200.000 Sternis, dann machen die erst das Upgrade. Das ist ja übelst viel. Ich dachte, die sind ein bisschen fixer, was das angeht. Brauch mehr Holz. Babab. 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 Das war der falsche Knopf. Ich hätte gedacht, ich hätte mehr Holz, aber anscheinend habe ich mich da geirrt. Nehmen sich mit dem Laden-Upgrade genauso viel Zeit wie Nintendo für das vollständige Spiel. Damn. Roaste sie doch nicht so hart. So, endlich habe ich einen Spiegel, Alter. Hey, Darling. Okay, Zeit für coole Frisuren. Hoffe ich. Doch hier, die mag ich gerne. Die ist cute. Damit fühle ich mich wohl. Tada! Instant einfach 100% hübscher. Das gerade mal alles ins Lager, weil das wahrscheinlich gleich kaputt geht, wenn ich auf die Dingsinsel düse. So. Dann schauen wir mal, was es da so Cooles gibt. Irgendwas wollte ich gerade machen. Genau, ich wollte mir Medizin kaufen, deswegen bin ich hier drin. I need this. Eine reicht. Nein, ich brauche nicht noch mehr. Ugh. Gut, so, und schon bin ich ein bisschen hübscher als vorher. Mega gut, mega gut. Kann man sich nicht auch irgendwie Augenbrauen geben? Die muss man irgendwie selber zeichnen, oder?
So, schauen wir gerade mal auf die Insel. Wenn da nichts ist, dann sind wir ein bisschen früher fertig heute. Lady Chucky, danke für 5 Monate Treue. So, ich möchte fliegen. Mein Meilenticket benutzen. Auf geht's. Los geht's. Ich würde gerne auf Windows 11 aktualisieren, aber dazu bräuchte ich, glaube ich, ein komplett neues Mainboard und neue CPU und alles. Irgendwie komme ich bei mir nicht mehr ins BIOS rein, ohne dass mein PC einfach nicht startet, sondern nur ein Blackscreen gibt. Und das ist ein bisschen frustrierend. Okay, Sekunde. Ich werde gerade schon wieder angerufen. Meine Güte, was ist denn mit den Leuten heute? Ich bin sofort wieder da. Gib mir ein paar Minuten. Gab halt einfach familiäre Sachen, die irgendwie noch geklärt werden mussten, ganz dringend. Und ach. Ich weiß auch nicht, warum man mich ständig dafür anruft. Weil alles, was ich sage, ist, keine Ahnung. Ist mir egal. Mach doch einfach. Hört auf, mich anzurufen. Aber schon okay, weiter geht's. Ist es mein Sugar Daddy? Das fände ich sehr toll, wenn es das wäre, aber leider ist es das nicht. Ich sehe aber Kim Kram und Utopia haben noch subscribed. Vielen Dank dafür. Ihr coolsten Menschen der Welt, was würde ich ohne euch nur tun? So. Der Tunneltrick, Chris. Was ist denn der Tunneltrick? Dass ich so am Handy bin und sage, ah, ich kann dich nicht verstehen. Ah, die Verbindung ist so schlecht. Die wissen, dass ich um 11 zu Hause bin. Jeder weiß, dass ich um diese Zeit zu Hause bin. Es gibt literally keinen Menschen der Welt, dem ich erzählen könnte, dass ich halt nicht zu Hause bin. Unterwegs. Das ist halt echt so. Hey, ich kann gerade nicht. Ich bin gerade echt unterwegs. Chris, du bist im Stream. Ich guck zu. Ich weiß, dass du zu Hause bist. Nimm dir mal 5 Minuten für deine Mutter um fucking 11 Uhr abends. Warum habe ich eigentlich nie Glück und finde irgendwelche anderen Sachen hier? Es ist einfach schon wieder Orangen an den Bäumen. Was ist das für ein Quatsch? Oh, du Kackfisch, Alter. Wirklich? Why are you playing me like this? Fang ich halt den da. Hat sich bestimmt gelohnt, jetzt dafür die Fische zu verscheuchen. Das war es total wert. Niemand kann mir sagen, dass das nicht der Fall ist. Das ist, dass sich das nicht gerade so total gelohnt hat, einfach.
okay, das. Ich atme einfach mal nur aus. Das ist einfach alles, was ich hier gerade aus dieser Situation sagen kann. Oh. Ein Bitterling, den habe ich doch schon. Ja, irgendwie ist diese Insel nicht so der Burner, habe ich das Gefühl. Was geht mit den Barsch ab, Alter? Den Bärschen. Keine Ahnung. Den Barsch. Das ist ja insane, wie viele von denen da rumschwirren. Es ist ein Mini-Barsch. Da habe ich aber schon kleinere Dinge gesehen. Theoretisch sollte das passen. Oder auch nicht. So, okay. Das geht jetzt aber. Gib mir Ressourcen, Mädchen! Was kam raus? Enttäuschung. Ja, es kamen Ressourcen raus. Das ist alles, was ich wollte. Oh, damn. Potentially interesting, was hier gerade rumschwimmt. Yo, nice! Ein Stör, der bringt mich glatt aus der Ruhe. Nice, 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 nice. Da kann man schon mal auf den Nut-Button drücken einfach. So, wie hoch ist die Chance, dass ich da jetzt einen Barsch raushole? Ha! Gering. Wette um deinen Stör, sehe ich da. Niemand wettet um einen Stör. Hier ist auch noch irgendwas Kleines. Das kann man auch noch mitnehmen.
Bäh. Das hat sich nicht gelohnt. Barsch oder nicht Barsch? Das ist hier die Frage. Und ich glaube, es ist ein Barsch. Als ob wir Glück haben bei irgendwas hier. Ein Dirbel! Wieso kommt mir deine Stimme so bekannt vor? Keine Ahnung. Vielleicht hast du schon mal ein Video von mir gesehen. Oder du warst einfach schon mal in den Stream und hast einfach vorher noch nie was geschrieben. So viele Möglichkeiten. Gute Nacht, Ari. Es wird ja immer kleiner. Ein Neonsalmler. Ein leuchtendes Beispiel für schlechte Tarnung. Geroastet einfach. Ich glaub's ja nicht. Das sieht sehr interessant aus. Yo! Einfach noch ein Stär geholt. Ich glaube, ich dreh durch. Ach, ich glaub's nicht. Ein Seebarsch? Das ist ja unfassbar. So von allen Fischen, die hätten droppen können, einfach ein Seebarsch? Damn. Zu krass.